Jeden Freitag ist ab 14:30 Uhr der offene Garten im Sinnesgarten der Zukunftswerkstatt angesagt. Am Freitag, dem 13. April, gab es eine interessante Führung von Frau Lena Schaumann durch die Kräuterwelt dort. Circa 20 Interessierte hatten sich eingefunden und ließen sich bei angenehmen Frühlingstemperaturen über die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der heimischen Gewächse aufklären. Die Rezeptideen gab es natürlich nicht nur in der Theorie, sondern die Werkstatt bot Kostproben vielfältiger Art an. Vom Kaffee aus den Wurzeln des Löwenzahns über einen Gartensalat im wahrsten Sinne des Wortes bis zu Brennnesselchips war alles dabei. In lockerer Runde haben die Besucher den Anregungen gelauscht, geknuspert und genascht, die Eindrücke diskutiert und geklönt. Wieder einmal ist der Zukunftswerkstatt ein toller Event gelungen. Laufende Aktion der Zukunftswerkstatt ist aber auch das Boule-Spiel auf dem Platz am Jüß, welches jeden Donnerstag um 17 Uhr stattfindet. Weiter lädt der Verein am 14. April ab 9 Uhr im Domeyerpark zum Müllsammeln ein. Das bedeutet, dass dann auch kein Frühstück im Laden der Zukunftswerkstatt stattfindet. Die nächsten Frühstücke im Laden bzw. im Sinnesgarten sind am 28. April, am 12. Mai und am 26. Mai, dann natürlich fortlaufend. Ich kann nur betonen, dass der offene Garten der Zukunftswerkstatt jeden Freitag von 14:30 Uhr stattfindet. Ein gelungener Event, dem Sie Aufmerksamkeit schenken sollten. Zukunftswerkstatt. Volksbank im Harz. Bankleitzahl 268 914 84. Kontonummer 110 282 5400.